So, wir sind jetzt hier in die Kammer des Avatars. Das wäre das Grabmal des Aggeras Teil 2, Quatsch, Teil 3. Und wir müssen den gefallenen Avatar bezwingen. Ja, mal schauen. Also, Snack-Ausgabefläche. Also das ist scheinbar schon der zweite Versuch hier von der Gruppe. Oder dritte, ich weiß es nicht. Ich bin gerade eben hier reingekommen. Wachsame Maid war schon besiegt. Hier liegen eine Menge Leichen rum. Also keine Ahnung. Laut dem hier, ich glaube, das kommt, die ersten 5% kommen nach dem ersten Vibe, die zweiten nach dem zweiten. Also müsste das der dritte Versuch für die sein. Für mich jetzt der erste. Daher, keine Ahnung. Ich kenne den Bosskampf auch nicht. Ist schon etwas ärgerlich. Ich muss mich dann nochmal anmelden, dass ich die wachsame Maid machen kann. Gucken, ob ich das heute noch, ob ich das heute noch schaffe. Ich weiß es nicht. Dadurch, dass ich im zweiten Teil beim dritten Boss so lange Wartezeit hatte, bis endlich ein zweiter Tank da war. Und jetzt habe ich bestimmt eine halbe Stunde. Was? Der kauft nichts, Sauerei. Und jetzt habe ich bestimmt eine halbe Stunde gewartet, bis ich Indian White bekommen habe. Ja. Automatikhammer. Auch neu oder was? So, mal schauen, was der kann. Gefallener Avatar. Also bewegen kann er sich schon mal nicht. Heißt, man muss sich hier irgendwo platzieren und den bekämpfen. Wahrscheinlich kommt irgendwelcher Flächenschaden oder so, dass man ausweichen muss, weil ansonsten wäre das ja eine einfache Boss-Taktik, wenn man einfach hier stehen bleiben kann. Kann den platt machen. Bereitschaftscheck. Zack, einer fehlt noch. Und alle bereit. Jo, dann würde ich sagen, ich pulle nicht, der hier pullt. Sehr schön. So. Was ist das? Wow. Hallo? Hallo? Also hier kommen Flächen auf den Boden. Okay. Was ist das jetzt? Die gehen alle weg. Heißt, wir gehen besser auch mal weg. Okay, das war jetzt ein größerer Flächenschaden, aber jetzt nicht so drastisch. Dramatisch. Hier kommen jetzt wieder diese, wow, diese Wirbel auf den Boden. Okay. Also hier ist eine Menge. Hier ist eine Menge Laufarbeit, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wurden wir eben von irgendwelchen schattenhaften Klingen anvisiert. Ja, aber wenn das alles war, ist der Bosskampf recht einfach. So, hier kommen jetzt gleich wieder die Wirbel. Sehr schön. Hier muss man jetzt wieder zurück. Jo.
Das scheint der ganze Bosskampf zu sein. Hier ist dann jetzt noch so eine Fläche. Ja. Ich glaube, das wird recht einfach. Keine Ahnung, warum die da dann zweimal gestorben sind. So. Und als weiter Schaden drauf. Sehr schön. Ah. Nein, nein. Glück gehabt. So, jetzt zurück wieder. Ja, geht. Also die, wir haben schon über die Hälfte runtergehauen. Das passt. Warum immer ich? Ah, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Oh, okay, jetzt kann er sich bewegen. Ja. Betrüger, wir sind hier, um eure Invasion von Azeroth zu beenden. Der Kreuzzug eures Meisters stirbt hier. Elend, nimm eure frommen Reden auch mal ein Ende. Ihr gebt euch als Prophet aus. Doch hat euch schon immer die Weitsicht gefehlt, das unausweichliche Schicksal unserer Welt zu erkennen. So, hier kommen jetzt wieder diese... Ich muss näher ran. Na, da muss ich näher ran. Ui. Okay, das könnte zum Problem werden. Das könnte zum Problem werden. Obwohl, ist noch genug Fläche da. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Ich muss näher ran. Ja, geht immer wieder ein bisschen von der Insel flöten, aber ich glaube, das ist jetzt weniger das Problem. Wer war das? Method? Die haben hierfür irgendwas um die, ich weiß jetzt nicht, entweder 400 oder 4000 Versuche gebraucht. Im Heroischen. Das Ding könnte jetzt etwas größer werden. Obwohl, geht. Geht, geht, geht. Ah, der liegt gleich. Und, na komm. Fort mit dir. Jawohl. Und wir haben Kopf bekommen. 885. Ui, schön, schön, schön. Das ist schön. Was will der denn? Die Vision, die Sargeras euch gezeigt hat, war eine Lüge, Kil'jaeden. Ergebt euch! Lasst es enden! Von wem habe ich das denn jetzt bekommen? Kreuzzug wird nie enden. Genießt euren erbärmlichen Sieg. Egal, wie lange es dauert. Wir werden immer wieder zurückkehren, bis wir euch gebrochen 890er Schultern, geil! Das Portal schließt sich. Boah. Wir können das Einfallstor der Legion versiegeln und diese Invasion beenden. Seelen gebunden? Nein, jawohl. Kein Flüchten mehr. Kein und das hier? Nee, das hat man schon. Hier Kopf 885. Wählen. Wartet. Das Portal nur zu schließen ist nicht genug, Erzmagier. Ob in Jahrzehnten oder Jahrtausenden. Ach, da drüben. Die Legion wird zurückkehren.
Immer wieder aufs Neue, bis nicht mehr genug von uns übrig sind, um sie zu bekämpfen. Es wird Zeit, unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir müssen dem Betrüger durch das Portal in den Abgrund folgen. Wir haben keine Wahl. Ihr habt recht. Wir haben keine Wahl. Los, uns bleibt wenig Zeit, um Velen zu retten und zurückzukehren, bevor das Portal sich schließt. Kommt. Wenn es uns bestimmt ist, im Nether zu sterben, dann nehmen wir den Betrüger mit uns. So, damit hätten wir Teil 3 des Schlachtzug-Browsers abgeschlossen. Ich muss mich jetzt nochmal anmelden für den ersten Boss hier im dritten Teil. Den habt ihr natürlich gestern schon gesehen. Und morgen geht's dann Kill Jaden an den Kragen. Dann sage ich mal, oh, sieht schon geil aus hier. Also der Kopf, der hat was. Besser als der. Der Kopf ist geil. Und die Schultern sind geil. Alter Schwede. Oh. Danke nochmal an denjenigen, der mir die Schultern gegeben hat. Ich habe leider nicht auf den Namen geachtet. Stand hier irgendwas, wer mit mir handeln möchte? Wer hat denn das bekommen? Das waren die Schultern. Mandelung der blinden Absolution. Hier, Lutara. Vielen Dank, Lutara. Also, richtig geil, Dankeschön. Möchte ich mich vielmals bedanken. Und ja, vielleicht sieht man sich nochmal wieder. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Und morgen geht es dann mit dem letzten Boss hier weiter. Dann bis morgen. Tschüss.